Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft im Kreativmodus mit mir, dem SleeperJK. Oder Sleeper. Hört sich besser an. So, jetzt gehen wir hier mal hoch, denn wir haben ja das letzte Mal hier die Türme gebaut. Das letzte Mal haben wir erstmal hier die Eingangshalle gemacht. Bei der haben wir uns noch was ausdenken müssen. Aber jetzt hatte ich das ein Stück aufgenommen und so schnell fällt mir da nichts ein. Da habe ich mir gedacht, dann fangen wir doch hiermit an und werden hier erstmal die Mauern hochbauen. Damit wir hier ein neues Stockwerk bekommen. So. Hab ich mir gedacht, nimmst du den inneren Ring. Ja, ich bin nicht besoffen, ich habe mich nur verschluckt. Das ist eine Eigenart von mir. Verschluck mich einfach mal. Die Luft. An der Luft, ja. Ich bin es nicht gewohnt, so zu atmen. Nee, Quatsch. Södele. Dann gucken wir uns das gleich erstmal an. Gehen vielleicht noch einmal hoch. Gehen vielleicht so hoch, wie die Türme sind. Und gucken dann, wie wir hier hochkommen. Und müssen dann mal gucken, ob wir dann einfach nur in die Türme für diese Dinger da aufmachen, um dort reinzukommen, um dort zu gucken, um da ein paar Treppen reinzumachen, wenn wir da genug Platz haben. Gucken wir mal, wenn wir das machen. Geht jetzt alles ratzifatzi hier mit Audacity. Oder Audacity. Ist doch egal, wie der Dreck, wie der heißt, wie die Aufnahmeprogramm heißt. Was ich schon mal festgestellt hat, wenn man die ganze Zeit die Kardinen zu hat und hat hier und ist hier am Zocken, dann denkt man so, ist doch gar keine Zeit vergangen. Wieso ist denn jetzt schon dunkel draußen, wenn man dann mal die Gardinen aufmacht oder wenn man sich mal kurz wegbewegt, um, weiß ich, auf Toilette zu gehen, sich was zu essen zu holen oder so. Also zumindest kommt mir das so vor. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber zumindest ist es bei mir so. Die Geräusche sind kleinstmöglich minimiert. Man hört jetzt nichts mehr von irgendwelchen Aquarien. Ein wenig von den Geräuschen von dem Lüfter meines Laptops, ja. Okay, hier müssen wir halt noch eine runter machen. Wollen ja erstmal nur mal gucken, was wir da hier fabrizieren. Wie sieht das von außen aus und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich weiß, wir hätten jetzt erstmal wir können auch so bauen, ne? Ist ja egal, ob wir jetzt eins ausgelassen haben. Ne, haben wir nicht. Okay, wunderbar. Weiter geht's im Text. Wie gesagt, Pokémon, keine Ahnung, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ist ja auch, ich muss ja da drauf Lust haben, wenn ich da drauf keine Lust hätte. Oder drauf Lust habe. Und dann, ja, muss ich das jetzt machen. Und, nee, ja, ist egal, ob man sich, wie, ob man dann, ja, und, ne, jetzt, und wenn man freundlich ist, man weiß, also, zumindest ich denke mal, ihr könnt das genauso gut, könnt dann rausfinden, meint er das jetzt ernst? Oder, verarscht er uns jetzt hier so? Ich glaube, das könnt ihr selber rausfinden, ne? Da macht euch keiner was vor. Sagen wir das mal so. So, jetzt ziehen wir hier einfach mal die Mauern hoch, damit wir hier
denke mal, jetzt vielleicht gucken sich ja jetzt durch die bessere. Erstmal hatte ich kein richtiges Mikrofon, man konnte mich kaum verstehen. Jetzt, mittlerweile habe ich ja schon seit einem Jahr oder so ein Mikrofon, ein gutes. Und ja, jetzt weiß man auch, was ich sage. So, und jetzt habe ich ja gerade noch rausbekommen, dann habe ich ja mir ein Bearbeitungsprogramm, wo man noch ein bisschen rumschnippeln kann, was scheiße ist. Zum Beispiel bei Pokémon ist es öfters passiert, dass ich vielleicht auf eine andere Taste gekommen bin. Dann habe ich mir ein Bearbeitungsprogramm geholt, das, wo ich das dann rausschneiden konnte, was ja eigentlich sehr wichtig ist, damit man eine gute Qualität hat. Und jetzt haben mir einer das hier empfohlen, Audacity zu installieren. Mittlerweile komme ich damit gut zurecht. Das habe ich heute hinbekommen. Heute hatte ich quasi Ruhe. Mich hat keiner genervt. Also, was benutze ich alles, um aufzunehmen? Und die Tutorials dazu, die kann man sich ja im Internet angucken. Tutorials mache ich jetzt nicht besonders, hört sich auch irgendwie, naja, weiß ich nicht an. Sie helfen, ja, ich benutze sie ja, ich gucke mir sie ja selber an, aber selber sowas zu machen, ja, da mache ich lieber Guides zu spielen, wenn die Leute das wissen möchten, oder versuche es dann selber den Leuten zu sagen. Also nicht vergessen, ich weiß jetzt nicht, habe ich es vergessen gesagt? Auf jeden Fall, wenn ich es nicht vergesse, sage ich auch, wie das funktioniert oder was man achten soll. Und wenn man jetzt eine Klasse bei WoW spielt oder bei anderen Spielen, wie die funktionieren, ist ja auch ganz normal, genau wie bei Hearthstone oder bei den anderen Kartenspielen, die es so gibt. Ich weiß jetzt nicht, welche Kartenspiele es noch so am Computer zu spielen gibt, wie Magic oder so. Ich selber, sagen wir mal, wenn ich was nicht kann, dann spiele ich das auch nicht gerne. Kann ich es dann? Dann ist das wieder was ganz anderes, weil dann bin ich sicher da drin und kann das dann spielen und muss mich dann nicht blamieren, wenn andere dann da vor mir sitzen, mit mir spielen, über das TS dann mit mir spielen und dann sich irgendwie lustig darüber machen, oder ich möchte ja wenigstens einen Hauch einer Chance haben, auch zu gewinnen. Das ist ja auch, muss ja möglich sein, ne? Also so sehe ich das. Ob ihr das genauso seht, weiß ich ja nicht. Ob ich da auch irgendwann mal einen Livestream mache oder ob ich unbedingt jetzt hier Pock, Pock, Pock oder sowas machen muss, um die den da, die, mit der Tonspur, solange ich das noch richtig sehen kann, wo das aufhört und anfängt, das ist ja alles eigentlich gar kein Problem. Die erste Folge ist jetzt schon so aufgenommen, die letzte Folge hier im Kreativmodus, und bis jetzt sag ich mal, ist da nichts Falsches? So, wo ist jetzt, wenn ich, ja, wo ist jetzt hier der Ausgang? Ich glaube, hier ist, ne, hier ist nicht der Ausgang. Da müsste der da sein. Ne, auch nicht. So, hier. Ja, da ist der Ausgang. Dann werden wir hier eine große Fenster machen, wo wir dann rausgucken können. Zumindest ist es ja immer so, auch wenn man so eine, wie nennt man das nochmal? Wie heißt das jetzt nochmal? Wenn das Haus keine Etage hat, ja, ist auch egal. Also auf jeden Fall ist immer vorne die Tür und hinten raus ist dann immer große Fenster oder eine Terrasse, Wintergarten etc. pp. Jetzt habe ich schon wieder die Musik vergessen. Ist ja auch egal. Ist ja nicht so schlimm. Ich
Das bauen wir dann beim nächsten Mal ein. Das bauen wir dann vielleicht beim Kreativmodus ein. Entlore, ne? Ad entlore, wie wir das machen. Ich glaube, entweder lassen wir das so oder gucken wir gerade nochmal da drüben. Ist ja ein bisschen. Ich glaube, wir lassen so einen kleinen Rand da. Eine Blockbreite, eine Steinbreite. Jetzt brauchen wir Glas, wenn sich der Kessel so verändert hat, ne? Also der Trichter, der dann als Spüle dient. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir da eine andere Farbe als unten. Nehmen wir doch einmal... Sollen wir das jetzt genauso machen wie früher in dem anderen, in der anderen Festung, oder sollen wir das wieder anders machen? Ich weiß es gerade nicht. Wir nehmen jetzt einmal Rot hier raus. Gucken uns das an. Wenn nicht, müssen wir das normale Glas nehmen. Weil ich habe die leise Befürchtung, dass es genauso aussieht wie auf dem Bild. Also hier auf dem Symbol, ja. Und das sollte ja eigentlich zu dem Texture Pack passen. Mit diesem Rahmen drum. Oh, wir nehmen weißes Glas, ne? Das ist immer so eine Pixelgenauigkeit, wie man die Sachen hier aufbauen muss. Die ist nicht mehr feierlich. Auf jeden Fall ist diese Etage dann gut beleuchtet, ne? Müssen wir uns dann nachher nochmal ausdenken, wo man da am besten... was ist denn los? Du sollst da hin! Da ist das Kreuz, da sollst du die Scheiben hinlegen. Hinbauen, liebe Junge. Wenn das im Bereich deiner Fähigkeiten ist. Das ist doch, glaube ich, machbar, oder? Finde ich zumindest. Tens. So. Nee, bei Audacity schneide ich die Tonspur mir direkt zurecht. Exportiere die und dann brauche ich in meinem Bearbeitungsprogramm nur vorne was abzuschneiden bei meinem Video. Wenn ich dann weiß, wenn die Schrift weg war, habe ich angefangen zu quatschen. So kann ich mir das besser merken. Natürlich könnte ich das alles auch ein Stück in einem ganzen Rutsch aufnehmen und dann einfach einmal exportieren, dann nochmal reinsetzen und dann nochmal anfangen abzuschnippeln. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ne? Noch habe ich ja genug Zeit dafür. Wenn. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, einmal. So, kann man machen. Kann man machen. Sieht okay aus. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn man schon hier oben ist, ne, man ist ja hier quasi mehr als über die Wolken. Hier haben wir die Grenzen. Sind die Grenzen, wo grenzenlos? Da unten ist das Häuschen, dann geht's hier runter den Berg später mal. Müssen wir vielleicht noch was anbauen. Bisschen Terraforming, bisschen dran setzen, wie auch immer. Und wenn man schon mal hier oben ist, habe ich mir gedacht, das haben wir bei uns in der Pyramide ja so gemacht. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt.
Da haben wir ja so lange Fenster gemacht. Die macht man nur an der Seite. Ich weiß nicht, wieso das so gerade geruckelt hat, dass sich da wieder was gemeldet hat. Möchten Sie die neue Version von CC Cleaner installieren? Denn die alte ist veraltet. Nö, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, was sagst du mir denn da? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sieht doof aus, ja. Gebe ich zu. Wo ist denn jetzt der Würfel da? Ne? Sieht doof aus, wenn wir da einfach was reinrasieren. Wie kann man das denn ändern? Indem man einfach hier nochmal zumacht. Weil dann ist es gleichmäßig. Weiß ja nicht, wer da. Nee. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wieso sitzt er jetzt da Treppen rein? Weil er wieder gedreht hat am Rädchen. Sobald er das Rädchen in den Finger hat, der Junge, dreht er am Rädchen hier. Der hier für sitzt und spielt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja. Die Spinnen machen ja die Türen auf, wie sie gerade lustig sind. Ich mach mal das gleiche ins. Aber das gehören ja irgendwie wieder zu Minecraft. Aber Nerven tun sie schon. So, jetzt hoffentlich haben wir das jetzt gleich. Ne, jetzt haben wir das wieder nach rechts verschoben. Die ganze Etage jetzt zu ändern, die ist ja jetzt gleichmäßig, weitestgehend. Ist jetzt gleichmäßig. Ach, ist doch jetzt Wurst für Käse hier. So, das waren zwei Reihen, ne? Müsste ja gleich sein. Dann setzen wir da gleich ein paar schöne Fenster ein. Und da vorne machen wir nix. Das ist ja dann, ne? Ich denke mal, und machen wir den Thronsaal rein. Jetzt grenzen das ein wenig ab, da wo der Thron dann steht. So sieht es jetzt gleich aus. Jetzt machen wir da auch wieder Scheiben rein, aber natürlich nur diese, weil die anderen sehen ja nichts aus. Entweder machen wir ein neues Texture Pack rein oder ich guck mir noch mal nach, ob ich da kein anderes bekomme von Minecraft. Was aber die Leitern noch hat und diese Cobblestones Texturen hat. So, jetzt machen wir hier auch noch rein. Wir legen noch einen Plan. Wenn wir hiermit fertig sind, dann laden wir erstmal hoch und dann schneid die. Ne, wenn wir hier fertig sind, schnitzel mal die Tonspur zurecht. Exportieren die und setzen die nach dem Hochladen. Bearbeiten wir die und rendern die. So heißt das Zeug. Das sieht ja schon nice aus. Jetzt könnten wir hier ungefähr in der Mitte ein paar Betten, also quasi das Schlafgemach der Eltern machen. So, das Glas weg. Ist das jetzt hier irgendwo? Nö. Sie sehen jetzt texturenmäßig anders aus. Das ist ein großes Bett, Dingens. Ich weiß. Wo ist jetzt hier die Mitte? Es fängt hier auch noch an zu schneien. Okay, wir sind oh, nicht gerade tief. Tief sind wir hier nicht. Gucken uns das gleich mal von außen an und gucken dann, wie weit wir die hochziehen. Ich denke aber, da müssen wir noch ein bisschen hochziehen. Das nervt mich jetzt, ne? So viel haben wir jetzt da. Jetzt
Ich zähle mit den Fingern hier am Bildschirm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Die Hälfte von 14 sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die Hälfte. Drehen wir uns einmal um. Ja, jetzt kann man hier nicht für keine Bette mehr hinsetzen, oder was? So. Das ist für die Eltern. Wenn die Frau nicht auf der Mitte liegt, ist ja auch egal. So. Auf jeden Fall sieht man, dass ist das jetzt hier das Schlafgemach des Königs. Jetzt ziehen wir hier nochmal die Türme ein wenig hoch, gerade mal. Wir sind ja so frei. Friss fromm fröhlich frei. Wo ist das Kreuz? Jetzt hier sehe ich gar nichts mehr. Ah, okay. Zum Glück gibt es hier ja auch so Ränder, die sagen, wo ist richtig und nicht anders. Ja. Der Schnee ist scheiße. Der Schnee ist scheiße, scheiße, scheiße. Weil das Fadenkreuz. Okay, das Fadenkreuz ändert doch die Farbe. Gut. Guck auf den Schnee genau. Lieber. Zieh dir einen Schlöpper an. Finde das jetzt gut mit der Geräuschreduzierung oder Noise Redingsgedöns. Kladderadatsch. Ich glaube, das haben sie mit neu implementiert. Aber das hat was, wenn das so weit oben alles oben ist, ne? Weil ich finde Schlösser, die so auf Bergen sind, extrem geil. Ne? Weil man kann nicht direkt reingucken. Also kann man bei anderen Schlössern genauso wenig, aber das sieht eher irgendwie ein bisschen konkret aus. Hier ist sogar der Boden beleuchtet. Quasi, gewissermaßen. Es geht hier langsam die Sonne wieder auf. Ich hoffe, dann verschwindet der Schnee. Weil, da geht man tierisch auf die Nüsse, ne? Weil, ist so. Jo. Adenslore. Und dann, wenn wir jetzt hier eine Schicht noch draufgelegt haben, quasi, einmal rundherum, ziehen wir nochmal die Wände weiter hoch. Quasi. Gewissermaßen. Kann man ja so in der Schwebe machen. Man sollte nicht so schnell machen, sonst fliegt man weg. Jetzt sind wir zu weg gegangen. Ich glaube so. So, wunderbar. Machen wir das in jede Richtung noch. Wohl, dann mit mal so einem kleinen Richtlinienrahmen hat. Wie hoch man baut. Ich hoffe, das Quietschen geht auch weg, gleich bei der Tonspur. So. So, wo ist es denn jetzt? Da ist das Kreuz. Ich weiß nicht, was das für eine Melodie ist. Die kam mir einfach in den Sinn, deswegen musste ich sie singen. Wir haben schon langsam Sommer, aber trotzdem geht. Schneit es hier in. Oh, da ist aber jemand.
Peter Pöse. Peter Pöse ist der. So. Nee. Ja, hätten wir einfach. Ja, ich sehe jetzt gut. Gut, dann bleibst du jetzt da. Ist mir auch egal. Quasi. Jo, Jung. Verzähl mir, Genium. Aber hört sich gut an, wenn man hier so auf dem Berg ist, ne? Oder? Kann man schon nehmen, oder? Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Blü? Oh, da war nicht verkehrt. So. Geht's? Setzen wir hier auch wieder drei, zwei drauf. Ja, ja, ja. Easy thing, the wink. Aber ich habe es noch nie, jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch nie erlebt, wenn es geschneit hat, so wie hier jetzt gerade, dass es dann gleichzeitig auch gedonnert hat. Da ist irgendwas verkehrt. Was ist das? Die gleiche Höhe, oder? So mal gerade so gucken. Willst du mich jetzt verarschen? Oder was? Ja. Okay. Okay. So. Mr. McKay, alles okay? Och, Lev Marie. Ist das nicht schön? Überall nur kalte Dünn. Ihr seht es wirklich aus, als würdet ihr nur schneien. Schneien. Bin ich froh, wenn hier ein Dach drauf ist. Der Schnee geht mir auf die Eier, weil dann sehe ich nicht das Fadenkreuz. Okay, ich mache das schon die ganze Zeit hier und meckere, aber trotzdem funktioniert's. Aber... ja, was passiert denn, wenn man jetzt hier so... nix. Okay, gut. Ich hätte gedacht, jetzt würde man hier in das hier wiederkommen, oder was? Ich glaube, nur mit einer bestimmten App kann man hier den... das Wetter stoppen. Glaube ich. So, jetzt machen wir hier eh so, ne? So. Gleich machen wir... wenn wir hier... alles in eine Höhe gebracht haben. Oh, wir sind schon wieder drüber. Leicht. Ja, jetzt wissen wir ja ungefähr, was wir hier machen. Hier kommt das Schlafzimmer der Eltern hin. Nö. Und beim nächsten Mal werden wir dann gucken, ob wir da drüber das Gemach der Tochter machen. Ob wir dann, wenn wir das Dach hier drauf gemacht haben, dann Stufen hin machen, um das dann noch kleiner zu machen, dass es so in die Spitze geht. Ob wir die Türme dann hier zumachen oder ob wir die mit hochziehen in das Abteil der Tochter, das werden wir dann sehen. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao mit F8.